Unreal Engine. F-Mod. Eggnut. So, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Spiel aus der Reihe Angespielt. Wir spielen heute an Backbone Prologue. Backbone Prologue ist ein Spiel, das es frei erhältlich auf Steam gibt. Es ist so ein bisschen die Vorgeschichte zu Backbone, einem weiteren Spiel, das sich momentan, soweit ich das weiß, in der Mache befindet und irgendwann mal 2020 erscheinen soll. Wahrscheinlich spät 2020, wie es üblich ist. Nichtsdestotrotz ist es ein noir-inspiriertes Adventure, allerdings mit ein paar Action-Elementen, soweit ich das weiß. Ja, ich denke, wir legen einfach direkt los und fangen ein neues Spiel an. Ich könnte weitermachen, ich habe bloß mal kurz reingeschnuppert. Wir legen direkt los und schauen mal. Was sie in der Badewanne machen. Offenbar lesen. Oh, entschuldigen Sie bitte, ich habe Ihren Anruf. Ja, ja, kein Problem. 27 auf dem Rückbrett. Gerade noch mal genug Zeit, um aufzuräumen. Den Stick verwenden, um hin und her zu laufen, wobei ich da momentan das Kreuz habe, und A, um mit Objekten zu interagieren. Okay. Also hoch und runter geht nicht, es geht nur Stick links und rechts, dann kann ich aber auch das Kreuz nehmen. Das ist mir manchmal sympathischer. So, A. Ah. Versicherungsbetrug, verlorene Autos, ermordete Liebhaber, oder should probably get rid of some of these old case files. Wahrscheinlich sollte ich einige von diesen alten Fällen loswerden. Entfremdete Liebhaber, genau. So, wir schauen uns mal den Tisch an. L, um, ja, irgendwelche Gegenstände aufzuheben. Ja. So. X, offenbar. Ah, gut, das war falsch. X ist dann offenbar hier. B. Da geht's ins Wohnzimmer. Hier ist noch irgendwas. Dann gehen wir doch mal ins Wohnzimmer. So, ich habe euch ja gesagt, das ist immer bei mir ein bisschen die Herausforderung. Mediaset. Okay, können wir gerade nicht angucken. Veil. Entwicklerlösung in der Küche zu lassen ist der sichere Weg, sich zu vergiften. Oder zu einer großartigen Suppe. Suppe. Es ist schwierig, dieses Blickes müde zu werden. Und dann würde ich mal hier die Schüssel ablegen. Ich werde diese später waschen. Vielleicht auch gar nicht. So, wir gehen mal auf die Toilette. Hier gibt's Bücher für die Toilette. The Great Apes, The Great Story. Swell Toilet Read. Die großartigen Affen, die großartige Geschichte. Tolle Toilettenlektüre. So, gibt es sonst noch was? Ne, das ist die Aussicht. Rufe die Mutter an, kaufe Seife, bezahle die Rechnungen, stirb nicht. This damn thing stopped working a long time ago. Dieses verdammte Ding hat vor einer langen Zeit aufgehört zu funktionieren. Gotta hit Frankie up next time I'm in Fuzzdale. Ich muss mal mit Frankie reden, wenn ich das nächste Mal in Fuzzdale bin.
And when I have cash, so never. Und wenn ich mal Kohle habe, also nie. Gehen wir zurück ins Büro. Schauen wir uns mal hier nochmal um, ob es hier noch was gibt. So, da können wir die Chemikalien hin platzieren. Everything knows its proper place. Ja? Alles an seiner richtigen Stelle, ne? Das muss Mrs. Green sein, wobei ich gerade nichts gehört habe. Vielleicht sollte ich mal bei mir den Sound ein bisschen lauter machen. Warte. Excuse me, I'm looking for a detective loiter. We spoke on the phone. Entschuldigen Sie mich, ich suche nach einem Detektiv Lothar. Haben wir auf dem Telefon? Gesprochen. Okay, das bin ich. Sie waren vage am Telefon, also erzählen Sie mir alles, Mrs. Green. Zu Diensten. Wie geht es Ihnen heute? Um ehrlich zu sein, mein Rücken bringt mich um. Die Schwangerschaft bewirkt richtigen Druck auf dem Rückgrat. Dein erstes Kind? Sie haben recht. Wie kann ich Ihnen heute helfen? Ich verstehe, dass diese Art von Dingen für Sie Routinen sind. Es geht um einen Mann. Verstehen Sie? Wir wollen. Also, ich wollte vorher am Anfang höflich sein. Wir wissen jetzt allerdings, dass sie schwanger ist. Das wusste ich vorher nicht. Wir wollen nichts implizieren. Also ich will weder implizieren, dass er fehlt, noch dass er sie betrügt. Ich höre einfach nur zu. He just hasn't been himself lately. Getting home at odd hours, making weird excuses. Er war einfach noch nicht er selbst in letzter Zeit. Er kommt zu seltsamen Zeiten nach Hause und hat seltsame Ausreden. Verdächtigen ihn Sie des Betrugs? Haben Sie versucht, mit ihm darüber zu reden? Ja, aber dann wird er schwierig. So als ob es mein Fehler wäre. Ich muss einfach nur wissen, ob ich von seiner Untreue, ob Sie Beweise für seine Untreue sammeln können. Ich brauche das fürs Gericht. Gericht, wollen Sie sich scheiden lassen? Gericht, wollen Sie sich scheiden lassen? Erzählen Sie mir von der Affäre. Was müssen Sie wissen? Warum denken Sie, dass er nicht treu ist? He was always a private kind of man. Now he started getting home late, missing work and smelling funny. Er war immer ein sehr zurückgezogener Mann. Jetzt fängt er an, oder ein sehr aufs Privatleben fokussierter Mensch. Jetzt fängt er an, spät nach Hause zu kommen, Arbeit zu verpassen und seltsam zu riechen. Was für eine Art von Geruch?
Erstmal würde mich interessieren, das Arbeitsvermissen. Was für eine Art von Geruch? So als ob es Parfüm wäre und nicht meins. Alkohol und Zigarettenrauch und irgendwas. Poignant, weiß ich nicht. Eine Art von Kräutergeruch. Er fehlt auf der Arbeit. Ich hatte Anrufe von seinem Chef, der sich gefragt hat, ob er krank ist. Ich habe ihn sogar gedeckt und es reicht mir so langsam. Und sie haben ihn beim Lügen ertappt. Nun ja, er ist einfach wirklich schlecht darin. War kein großer Lügner, als wir uns erst zum ersten Mal getroffen haben. Oder zumindest habe ich mir das so gedacht. Von wie spät reden wir denn so? Viel später als die das Abendessenzeit der Kinder. Ich habe ihn gefragt, was er gemacht hat, und das ging nicht so schnell. Warten Sie, war er aggressiv? Ich kann nicht erachten, wie inwiefern das wichtig ist, Herr Lothar. Okay. Odette. Persönliche Details können, all die persönlichen Details können einen Fall zum Erfolg führen. Ich verstehe nicht, wie Ihnen das helfen würde, ein Foto von meinem Mann zu machen. Ich musste wissen, wie er denkt. Na gut. Er ist ganz schön wütend, aggressiv, aufgebracht, launisch, unvorhersehbar. Das ist alles, was Sie wissen müssen. Gut, lassen wir uns dann über das Gericht reden. Wollen Sie die Scheidung einreichen? Ja, das stimmt. Und dazu noch, brauche ich auch noch ein Bild, das eben seinen Betrug, sein Fremdgehen bescheinigt, damit eben der Unterhalt keine Frage ist. Oh, nee, das Sorgerecht. Entschuldigung, ja. Wird dein Mann die Kinder wollen? Ich möchte es nicht riskieren. Aber hat er irgendetwas gesagt oder getan, was sie denken lässt, dass er es versuchen würde? Das ist eine andere Angelegenheit. Eine, die ich nicht unbedingt ans Tageslicht bringen wollen möchte jetzt. Es geht doch um die Kinder, Odette. Ich brauche wirklich alles, was du mir dazu geben kannst. Er hat mich bedroht, sie zu nehmen, ja. Daisy und Elliot sollten nicht all das mitmachen. Ich tue, was ich kann, um ihre Zukunft zu sichern. Odette, es ist nicht ihr Fehler. Ich weiß, Sie haben recht. Danke, dass Sie das mit mir geteilt haben. Ich weiß, dass das nicht einfach sein kann. Ja, jetzt endlich bin ich mutig. Für Sie wenigstens. Okay. Lassen Sie uns diesen Bastard festnageln. Ich brauche ein Bild und Informationen über seine Routine.
Sicher, was brauchen Sie? Wie sieht er aus? Hier ist ein Foto. Er ist ein Otter natürlich. Ein bisschen stockier, keine Ahnung, stämmiger wahrscheinlich als Sie. Er trägt Gläser, rechteckige. Und sein Hochzeitsband, soweit ich das weiß. Und ja, er trägt einen schwarzen Koffer zur Arbeit und wieder zurück. Wo würde ich ihn üblicherweise finden? Ja, üblicherweise auf Arbeit oder zu Hause. Üblicherweise hat er nie irgendwo angehalten. Naja, jetzt jedenfalls immer. Haben Sie irgendjemand seiner Freunde getroffen? Nein, aber er hat so ein paar Leute mal erwähnt. Er sagt, dass sie nach der Arbeit öfters zusammensitzen. Was ist sein voller Name? Jeremy Green. Ich denke, die Leute nennen ihn Jess. Wie kann ich ihn in einer Menschenmenge erkennen? Für die Arbeit trägt er einen Anzug. Und für heute habe ich für ihn den grünen Hut und die Krawatte ausgewählt. Und wo arbeitet er? Er arbeitet bei der Wolfbank in Granville. Ich schreibe Ihnen die Adresse doch auf. Gut, das sollte genug sein. Jetzt geht es nur noch um meine Gebühr. Ich kann Ihnen jetzt 100 geben und 50, wenn Sie fertig sind. Wird das ausreichen? Ja, zuzüglich unerwarteter Ausgaben. Bitte seien Sie vorsichtig. Wenn das irgendwie rauskommt, dann bin ich so gut wie tot. Ich verstehe das. Ich werde sofort anfangen und Sie später heute Abend kontaktieren. Auf Wiedersehen, Odette. So, wir haben eine neue Objektive. Keine Ahnung, wie ich die aufmache. Na, so offenbar nicht. Continue, so vielleicht? Ja. In meinem Büro. Right top. Das ist dann bei mir wahrscheinlich wieder bottom. Neue Objektive. Jeremy Green finden und Beweise für seine Untreue. Genau. Er arbeitet bei der Wolfbank von Granville. Das ist ein guter Ort für einen Anfang. So, dann würde ich dich doch mal wieder zumachen. Wir können doch mal hingehen. Jeremy Greens Foto. Objective Log. Mich daran zu erinnern, meine Mami anzurufen. Okay, nicht schwer zu erinnern, bloß schwierig aufzuhören, es vor sich herzuschieben. Mediaset ist kaputt. Frankie sollte wahrscheinlich in der Lage sein, es zu reparieren. Okay. Okay, should be easy peasy. Task surveillance, photographic or other substantial evidence of infidelity. Okay. Ja, stämmiger. Chubby. Okay. Square classes works at Wolfbank. Sollte gut sein, um sein Ding aufzupacken. Also sein. So.
Living Room. Wir sollten uns vielleicht eine Kamera schnapseln, wenn da irgendwo eine rumfährt. Nee. Rauchen will ich gerade eigentlich nicht. So, die Frage ist halt, haben wir irgendwo eine Kamera? Ja, das habe ich schon gemacht gehabt, du Held vom Erdbeerfeld. Und to Granville. Dann gehen wir mal nach Granville und schauen mal, was da auf uns zukommt und da auf uns wartet. Ja, immer diese Rauchwerbung. Tatata. Dann sind wir hier bei Donovans. Granville. Smells like wet concrete, overpriced fast food and puke. My kind of battleground. Granville riecht wie feuchter Beton, überteuertes Fast Food und Kotze. Genau mein Kriegsschauplatz. So, kann ich mit dem reden? Ich muss es einfach mal ausprobieren, weil ich neugierig bin. Yo, old man. Wie geht's, Kumpel? Just hanging, what's up with you? Ich verfolge jemanden für einen Fall. Ah, ich gehe einfach mal weiter. Ich möchte ja nicht jetzt irgendwem. So, Furman and Sons. Furman, one slick silver-tongued devil of the mountain lion. When I go crazy and kill someone, I hope I can afford him. Ah ja, okay, da ist irgendein Anwalt, der super sleazy ist, halt super schleimig und aus allem rauskommt. Und wenn ich jemals auf die Idee kommen sollte, jemanden zu erschießen, dann hoffe ich doch, dass er es schafft, dass ich es schaffe, ihn mir le zu leisten. Na, mit dem können wir nicht reden. Okay. The day I bought a bike. Der Tag, an dem ich ein Fahrrad gekauft hatte. The life of a young, handsome ape turns to shamble when he crosses paths with a dangerous man. Das Leben eines jungen, attraktiven Affens zerfällt in Scherben, als er einem gefährlichen Mann über den Weg läuft. Und er macht es auf seinem Fahrrad. Anatoli. Anatoli. Okay, was ist der? Ah. Ja, gut. Mit dem müssen wir jetzt auch nicht reden. Da haben wir hier noch Wook. They did a great job restoring the Wook. If people watched more movies, maybe the world wouldn't be so bad. Sie haben einen großartigen Job gemacht, indem sie die WUK repariert haben oder wiederhergestellt haben. Wenn die Leute mehr Filme gucken würden, vielleicht wäre die Welt nicht so schlimm. Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht wäre sie dann noch schlimmer. So, da gibt es Tickets. Da wollen wir jetzt erstmal nicht hin. Wir gehen erstmal direkt zur Wolfbank. Da gibt es noch ein Poster. Eden Simmons is the rising Jazz Star. See her tonight, only at the Bight. Eden Simmons ist ein aufsteigender Jazzstar. Sehen Sie sie heute Nacht im The Bight, also im Biss, also im Lokal The Bight, das Biss heißt. Need. Should I check this out once I'm done with the case? Schick. Vielleicht sollte ich da hingehen, wenn ich mit dem Fall fertig bin. Okay, da ist eine Bank. Hier rödelt gerade ein bisschen was. Da ist die Bank. Dann würde ich hier mal sagen, Fluff. Wufeng. Das ist, wo Mr. Green arbeitet.
Okay. Da oben ist einer noch am Arbeiten, aber ob das ein Otter ist, das sieht mir nicht nach einem Otter aus. So, die Frage ist natürlich, ob ich da gleich hin will. Dann gehen wir mal hier hin und ich frag mal nach. Ja. Ja, wie geht's euch? Ihr arbeitet doch bei der Ufeng, richtig? Ah. Wie geht's Ihnen an diesem Moment? Worum geht's? Warum kümmert's dich? Ist Jester? Ah, also kennst du ihn. Das Arschloch schuldet mir ein bisschen Geld. Ich habe ihn schon überall gesucht. Warum muss ich ihn denn als Arschloch bezeichnen? Nun dann, sag hallo zu Derek hier, weil du wahrscheinlich das Geld nicht wiedersehen wirst. Hi Derek, wann hast du ihn denn das letzte Mal gesehen? Heute, aber dieser wimpige Arsch ist früher gegangen. Er hat Angst, dass Derek ihm seine Perücke zerreißt. ist auf Arbeit was passiert? War was auf Arbeit? Ich habe gehört, dass ein Vertrag nicht verlängert wird. Der Bastard hat's drauf angelegt. Habt ihr Zeit mit ihm außerhalb von Arbeit verbracht? Ja. Wir waren üblicherweise bei ihm dabei. Jeden Donnerstag. Bis er sich in so einen bedürftigen Leech, ja, Blutegel, was auch immer. Ich weiß nicht, wie man nie die Leech übersetzt. Sinngemäß. Also, wörtlich ist okay, aber vom Sinn her, keine Ahnung. The Bite? Könnte er vielleicht jetzt gerade dort sein? Wie zur Hölle sollte ich das wissen? Jetzt verpiss dich, Raccoon. Okay, werde ich schon machen. Okay. The Bite. The Bite. Wunderbar. Könnte sein, dass ich nicht hier reinpasse hinsichtlich dieser schicken Gesellschaft. Zum Glück bin ich ja ein sehr charmanter Typ. So. Naja, komm. Gehen wir zu dem Bouncer und reden mal mit ihm. Kein Zutritt für Raccoons. Ich bin mir sicher, dass wir irgendwas arrangieren könnten, großer Junge. Was brauchst du denn? Besorg mir eine persönliche Einladung, die von den großen Affen signiert ist, und ich werde dich reinlassen. Abgemacht? Sicher. Kein Ding. Ey. Right
Top to Run, okay. So, wahrscheinlich, wenn wir halt da in die Alley dann irgendwas machen müssen. Das würde ich jetzt erstmal angucken. 14,99 für ein Trim. What madman would pay for something they could do at home with a pair of scissors? Welcher Verrückte würde für etwas bezahlen, was er zu Hause mit einem Schnitt. Ah, für einen Schnitt. Okay. Mit einem Paar von Scheren. Ja, mit einer Schere selber hinkriegt. Jemand, der keinen Bock hat, sich die Arbeit zu tun. Shoot. That's Downey right there in the police booth. He'll eat my brains out if he sees me. Verdammt! Das ist Downey da in der Polizeistation. Er wird mein. Wie heißt's? Er wird mir mein Hirn rausfressen, wenn er mich sieht. Okay. Und warum? Gut, dann gehen wir doch mal hier rein in diese Alley. Larry. Howard, well, I'll be damned. Is that you? Howard, ich bin verdammt. Bist du das? Larry? Ja, ich bin's. Ist so lange her. Wie geht's, alter Mann? Ha, wen nennst du alt, du alter, was auch immer, Wiesel? Immer gleich, ich kann mich nicht beschweren. Wie geht's dir? Ich freue mich für dich. Ich selber, bei mir ist das Ganze irgendwie vor die Hunde gegangen. Irgendwann damals. Ich habe nicht erwartet, dich hier zu sehen. Lebst du jetzt hier? Es tut mir echt leid, das zu hören. Hast du vielleicht irgendeinen Ottertyp hier irgendwo gesehen? Was hat er gemacht? Kann es nicht wirklich genau sagen. Naja, nichts Ernstes. Hat einfach nur seine Ehe vermasselt. Nun, ja, wie sie das so tun. Nun, wie ist er so? Er ist ungefähr meine Größe, ein bisschen korpulent und trägt einen grünen Hut. Naja, hier ist ein. Nee, den habe ich nicht gesehen. Lass mich wissen, wenn du irgendwas brauchst. Ich bin oft hier und ich höre die Leute reden. Ich habe irgendwie eher ein Lied. Mir fällt gerade die deutsche Überwortung, einen Hinweis, einen Tipp, eine Spur. Eine Spur, genau, eine Spur. Das ist am besten. Ich habe eine Spur, aber der Türsteher wird mich nicht reinlassen ins Bein. Ah, schwierig. Das ist wirklich mehr so eine Art Hunde- und Katzenpublikum da drin. Du hast gesagt, dein Typ ist ein Otter? Na, das ist seltsam. Hast du eine Idee, wie ich rein könnte? Nun, du könntest Johnny fragen. Er ist da besser als ich. Wer ist Johnny? Das Eichhörnchenkind mit der Lederjacke. Er ist ein Pusher, was auch immer ein Pusher ist. I don't entirely know what his deal with the bite is. But they're chummy. Ich weiß nicht genau, was sein Abkommen mit dem
Beides, aber sie sind irgendwie. Chummy weiß ich auch wieder nicht. Das ist mir jetzt alles zu viel Slang, auf einmal muss ich sagen. What sort of stunts does Johnny push? Was für Sachen verschiebt? Ah, okay. Er ist ein Pusher, er verschiebt Dinge. Alles klar. Ach, das Typische. Wie Hype und Shatterfang. Oh, get this. He started rolling out something called Monkey Butt. Oh, er verteilt auch übrigens jetzt was, das sie Affenarsch nennen. Who comes up with these names? Wer lässt sich nur diese beschissenen Namen einfallen? It's like they don't want you to do drugs. Es ist fast so, als ob sie wollen, dass du keine Drogen nimmst, obwohl sie dir verkaufen. And you think this Johnny guy'd help? Monkey butt? What do you know about the bite? Alright, that should be enough to get me into the bite. Thanks, man. Und warum denkst du, würde Johnny helfen? Might take some convincing, but he's chill. Naja, muss ihn vielleicht ein bisschen überreden, aber eigentlich ist er ganz cool. I've seen him help people cut the line. Ich habe schon gesehen, wie er Leuten hilft, damit sie auf der rechten Seite des Lebens stehen. Seine Klienten, denke ich. Also cut the line, dass sie durchkommen. Monkey Butt? Ja, es wird gesagt, das neue Zeug ist der Shit, ey. Though perhaps a bit less figuratively than one might wish. Obwohl, vielleicht ein bisschen weniger im übertragenen Sinne, als die meisten sich wünschen würden. Stanky Sing. Oh nein. So ein bisschen nach Kräutern. Ich habe keine Erfahrung aus erster Hand, aber ich schätze. Das könnte ein bisschen eine delikatere Art und Weise sein, so wie du es formulierst. Was weißt du über das Bite? Der Typ nimmt vielleicht Drogen. Der Eigentümer ist Bloodworth. Und da gibt es eine ganze Menge Gerüchte, die da rumkreisen. Bloodworth, die Bärenfamilie. Was für Gerüchte? Oh, alle möglicher Schwachsinn. How she got an ape for a lover. Wie sie zum Beispiel sich einen Affen als Liebhaber zugelegt hat. Or that she was the one who got all the others killed, so she could take over. Oder zum Beispiel, dass sie all die anderen umgebracht hat, umbringen hat lassen, damit sie übernehmen konnte. Irgendwas wasserdichtes? People say she's taking back the whole operation piece by piece, starting with the bite. Die Leute sagen, sie holt sich die komplette Operation wieder zurück, Stück für Stück. Und mit dem Bite fängt sie an. Alright, that should be enough to get me into the Bite. Thanks, man. Okay, das sollte genug sein, um mich ins Bite reinzukriegen. Danke, Mann. Passt schon, Howard. Du bist wirklich eine willkommene Ablenkung. Sehen wir uns bald mal wieder? Sicher, Larry. Danke, ich sehe dich. Ah, dem geht's gut. Intercom? Na, da will ich noch nicht ran. Da habe ich noch keine Ahnung. Okay, wir haben eine Spur und die Spur sagt Squirrel. Also Eichhörnchen. Wir wollen nicht zur Polizei. Wir düsen wieder zurück. Wir können eigentlich auch rennen. Und wir reden mit dem Squirrel.